Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Innerhalb der Vorlesungsreihe Biologie befinden wir uns hier bei der 9. Vorlesung, wo es um den ersten Teil der Zellatmung gehen wird, und zwar genau genommen um die Glykolyse und die Dekarboxylierung. Schauen wir mal an, wie wir dabei vorgehen. Wie so oft werde ich erst die Grundlagen und Definitionen davon klären, ehe wir uns mit den Aufbau und Funktionen der Mitochondrien, also den kleinen Kraftwerken des Körpers, wenn wir so wollen, beschäftigen. Dann kommen wir dazu, wie diese Mitochondrien entstanden sind, ehe wir zu Punkt 4 der Glykolyse und zu Punkt 5 der oxidativen Dekarboxylierung kommen. Okay, los geht's! Grundlagen und Definitionen. Die Zellatmung wird auch als innere Atmung bezeichnet, da damit nicht die Aufnahme von Luftsauerstoff, sondern die Energiegewinnung in den Zellen bezeichnet wird. Dabei finden verschiedene Reaktionen statt, welche Energie erzeugen. Der Ort der Zellatmung sind die Mitochondrien, also die kleinen Kraftwerke, die wirklich auch als Kraftwerke der Zellen fungieren und auch in Pflanzen vorkommen. Oftmals wird vergessen, dass Mitochondrien in Pflanzen vorkommen. Warum ist mir eigentlich nicht bekannt? Ich weiß nur aus meiner eigenen Schulzeit, dass in den Biolehrbüchern in den Pflanzenzellen nie Mitochondrien eingezeichnet waren, was sich als sehr, sehr großer Fehler herausgestellt hatte. Dabei können verschiedene Heizstoffe zur Energiegewinnung verbrannt werden, wobei Glucose das häufigste ist. Das effizienteste sind die verschiedenen Fettderivate. Aber am Beispiel der Glucose, da das die am einfachsten darzustellende Reaktion ist, diese wird mittels Sauerstoff zu Kohlendioxid und Wasser oxidiert, wobei Energie frei wird. Die chemische Bilanz sähe so aus: C6H12O6, also die Summenformel von Glucose, plus 6 Moleküle Sauerstoff, reagieren zu jeweils 6 Molekülen CO2 und H2O. Und natürlich, was in der chemischen Reaktionsgleichung nicht direkt vorkommt, Energie wird frei. Die Energiespeicherung erfolgt über Adenosin, welches bis zu 3 Phosphatgruppen binden kann. Diese Phosphatgruppen stellen den Energievorrat dar, das heißt, je mehr Phosphatgruppen an Adenosin gebunden sind, desto mehr Energie hat dieses Adenosin gespeichert, welches zur Verfügung steht für diverse Vorgänge. Hat es eine Phosphatgruppe, liegt AMP vor, das Adenosin-Monophosphat. Bei 2 Phosphatgruppen haben wir ADP, das Adenosin-Diphosphat. Und bei 3 Phosphatgruppen, wie man vermuten kann, haben wir ATP, das Adenosin-Triphosphat. Es gibt noch andere wichtige Moleküle. Eins davon ist Nicotinamidadenin-Nukleotid oder kurz NAD. Das spielt bei der Zellatmung eine wichtige Rolle, da es in der Lage ist, Elektronen über die Bindung von Wasserstoff zu NADH-H+ zu binden. Ist also in gewisser Weise ein Elektronentransporter, welche bei der Endoxidation freigesetzt werden, um Protonen zu der ATP-Synthase, welche ATP aus Phosphor und ATP synthetisiert, zu transportieren. Also das Nicotinamidadenin-Dinukleotid, das ist auch wirklich wichtig für die ganze Energieproduktion. Ja, und damit sind wir bei Punkt 2 angelangt, den Aufbau und die Funktion der Mitochondrien, der kleinen Kraftwerke, wie man so schön sagt. Erstmal wichtig, Mitochondrien kommen in den Zellen fast aller Eukaryoten vor und verfügen über eine eigene DNA, welche mitochondriale DNA genannt wird. Nach außen grenzen sich Mitochondrien zum Zytosol, das ist der flüssige Teil der Zelle, ab, der sie umgebende Zelle durch die äußere Zellmembran ab. Diese, also diese äußere Zellmembran, besteht aus einer Phospholipid-Doppelschicht, in welcher sich Proteine befinden, die als Kanäle zwischen dem Mitochondrium und dem Zytosol der sie umgebenden Zelle dienen und die Diffusion von kleinen Molekülen und Ionen ermöglichen. Also diese Porine sind im Prinzip Kanäle. Sie bewirken halt auch eine gewisse Selektion, weil große Moleküle nicht passieren können. Wichtiger weiterer Bauteil ist der Intermembranraum bzw. auch Membranzwischenraum genannt, und dieser stellt den Bereich zwischen Innen- und Außenmembran dar. Da die äußere Membran für Ionen durchlässig ist, ist im Intermembranraum und im Zytosol die gleiche Ionenkonzentration. Jedoch ist die Proteinzusammensetzung anders, da diese nicht durch die Außenmembran dringen können. Das war die Sache mit der Selektivität und den großen Molekülen.
Das Protein Cytochrom C kann so das Mitochondrium nicht verlassen. Die Innenmembran grenzt die Matrix, welche dem Cytosol anderer Zellen entspricht, vom Membranzwischenraum ab. Sie hat keine Purine, dafür jedoch Kardiolipin, welches Membrantransport verhindert. Daher ist sie für viele Moleküle undurchlässig. Ein Transport durch die Innenmembran ist daher nur für Moleküle und Ionen möglich, welche spezielle Membrantransporter aufweisen. Da haben wir also wieder eine gewisse Selektivität. Die innere Membran ist auch Ort der ATP-Produktion und damit der Energiegewinnung. Das heißt, in der inneren Membran oder an der inneren Membran wird das ATP und damit die Energie hergestellt. Die Mitochondrien verfügen im Innenraum über sogenannte Kristalle. Das sind Einstülpungen der inneren Membran, welche die Oberfläche dieser stark vergrößern und damit mehr Platz für ATP-Synthese bieten. Der Matrix genannte flüssige Zellraum gleicht dem Cytosol anderer Zellen und weist ähnliche Organellen auf. Das wären zuerst einmal Ribosomen, welche an der DNA-Replikation beteiligt sind, wobei Mitochondrien eine eigene DNA und daher auch spezielle mitochondriale Ribosomen enthalten. Sprich, die Mitochondrien sind indirekt gesehen ein kleiner Endosymbiont in uns, ein kleines eigenes Lebewesen mit einer eigenen DNA, die mit unserer nichts zu tun hat. Granula, welche diverse Stoffe speichern und freisetzen können, sind ein weiterer wichtiger Bestandteil. Und last but not least natürlich die DNA, welche in diesem Fall frei in der Matrix vorliegt. Okay, da Mitochondrien so wichtig sind, müssen wir uns damit also auch beschäftigen, wie diese denn überhaupt entstanden sind. Und die beste Theorie dazu ist die sogenannte Endosymbiontentheorie. Diese erklärt eine mögliche Entstehung von Eukaryoten und damit auch von Mitochondrien und Plastiden. Weil ich jetzt die Begriffe Eukaryoten und Prokaryoten öfters verwende, für jene, die die entsprechende Vorlesung natürlich noch nicht gesehen haben. Prokaryoten sind die primitiven Zellen, sagt man in dem Sinne. Sie haben keinen eigenen Zellkern, während Eukaryoten über einen eigenen Zellkern verfügen. Evolutiv gab es zunächst nur Prokaryoten, also wie ich schon sagte, Zellen ohne Zellkern. Das waren hauptsächlich Bakterien und Archaeen. Einer dieser Prokaryoten, zum Beispiel eine Archaee, nahm durch Phagozytose, also in dem Sinne des Futterns, des Auffressens, ein Bakterium in sich auf. Doch statt es zu verdauen, kam es zur Endosymbiose, also zu einer Art inneren Lebensgemeinschaft, wodurch das Bakterium im Inneren weiter lebte. Das sehen wir hier dargestellt, jetzt ist es drin. Während der Evolution entwickelte sich die Endosymbionten zu Zellorganellen weiter, sodass sie ihre Selbstständigkeit verloren und zum Teil des Prokaryoten wurden. Und damit hatten wir den ersten Eukaryoten. So, Grundlagen haben wir jetzt also alle behandelt. Jetzt geht's an die Biochemie, wenn wir so wollen. Ist für viele ein unangenehmes Thema. Ich gebe auch zu, dieser ganze Zyklus zur Energiegewinnung ist recht komplex. Müssen wir nicht schönreden. Aber ich denke, dass wir da jetzt auch gut durchkommen werden. Wir fangen mit dem ersten Schritt an, der Glykolyse, die dabei beginnt, in dem Moment, wo wir Glucose in unseren Körper aufnehmen. Geht natürlich auch mit anderen, ich stelle es aber an der Glucose dar, wie das die Literatur in der Regel auch vorsieht, einfach weil es von den ganzen Prozessen her mit am einfachsten ist. Also, die Glykolyse ist erstmal die Zuckerzerlegung, wenn wir es wörtlich übersetzen wollten, und sie ist der erste von vier Schritten der Zellatmung und findet im Zytoplasma statt. Dabei wird zunächst Glucose durch Anlagerung von Phosphor, die sogenannte Phosphorylierung, welche von Adenosin-Triphosphat stammt, zu Glucose-6-Phosphat, diese wiederum zu Fructose-6-Phosphat und diese schlussendlich zu Fructose-1,6-Diphosphat umgewandelt. Hierbei wird das ATP zu Adenosin-Diphosphat umgewandelt. Also in diesem Schritt haben wir erstmal eine Phosphatgruppe in Anführungszeichen verloren, wir haben Energie verbraucht. Wie bei vielen chemischen Reaktionen ist es so, dass man erstmal eine gewisse Aktivierungsenergie, sage ich mal, braucht. Das heißt, man muss erstmal ein bisschen Energie investieren, auch wenn man welche am Ende rausbekommen möchte. Schauen wir uns das jetzt mal genau an. Unten links dargestellt haben wir hier die Glucose, der bekannte Zuckerring aus 6 Kohlenstoffatomen, wobei der Ring eigentlich aus 5 Kohlenstoffatomen besteht. Das sechste wird durch eine Sauerstoffgruppe gebildet.
während das letzte Kohlenstoffatom nahe diesem angelagert an dem Ring ist. Oben drüber haben wir das Adenosintriphosphat, kurz ATP. Wir sehen von links nach rechts, links sind die drei Phosphatgruppen und ja, dann kommt eigentlich die Adenosingruppe. Reaktiv sieht das jetzt so aus. Die OH-Gruppe von dem freien Kohlenstoffatom, also dem nicht im Ring befindlichen Kohlenstoffatom der Glucose, ist relativ leicht gebunden. Diese bindet sich an das äußerste Phosphat von ATP und das ATP löst diese Phosphatgruppe dann ab, wobei ein Proton gebunden wird, sodass am Ende wieder OH steht bei der zweiten Phosphatgruppe. Das ist die sogenannte Phosphorylierung. Wir sehen, oben ist das ADP, eine Phosphatgruppe wurde abgespalten. Unten haben wir die gebundene Phosphatgruppe an dem eigentlichen OH, was jetzt natürlich dreibindig ist. Theoretisch dreibindig wäre, müsste man eigentlich korrekter sagen. Es ist natürlich nicht möglich, dass Sauerstoff permanent drei Bindungen hat. Daher wird jetzt das Atom abgespalten, was die geringste Bindung hat. Das ist halt das Wasserstoff, was ehemals noch von OH war. Dieses wird abgespalten. Es kommt zu einer Umlagerung. Besser gesagt, einfach nur, das Sauerstoff hat jetzt wieder zwei Bindungen und ist stabil. Und wir haben das Glucose-6-Phosphat synthetisiert. Von dem zyklischen Sauerstoff, von dem gebundenen also, klappt die Bindung um zu dem nahegelegenen Kohlenstoff. Es ist also eine Umlagerung in dem Sinne. Dadurch wird der sechsfache Ring zu einem fünffachen Ring und wir haben Fructose-6-Phosphat. Ausgehend von Fructose-6-Phosphat haben wir wieder ATP. Es passiert im Prinzip ein ähnlicher Schritt, müssen wir direkt sagen. Er ist adäquat, wir haben hier wieder das OH, was an der CH2-Gruppe hängt, die sich nicht am Ring befindet. Dieses dann wird gleich gebunden. Daran bindet sich, oder der Sauerstoff davon bindet sich an den Phosphor. Die Bindung beim ATP von der Phosphorgruppe klappt um. Es lagert sich ein Proton an, sodass wir am Ende wieder ATP erstmal erhalten. Und wir haben wieder diese Bindung, wie wir hier sehen, hat sich jetzt das Phosphor angelagert. Dadurch ist natürlich auch das H an O ist wieder überflüssig und wird abgespalten. Und wir kommen auf Fructose-1,6-Biphosphat. Wir haben jetzt also eine zweifache Phosphorylierung von Glucose aus erlebt. So, damit haben wir doch schon einen Teil abgearbeitet. Aber es geht natürlich noch weiter. Jetzt wird die Fructose-1,6-Biphosphat wird in Dihydroxyacetonphosphat, kurz DHAP, und Glycerinaldehyd-3-Phosphat, GAP, gespalten. Das DHAP wird isomerisiert, also umgewandelt, wenn wir so wollen, wodurch es ebenfalls zu GAP wird. Im Endeffekt entsteht also in beiden Schritten GAP. Nur da das Molekül nicht direkt zwischen zwei GAP spalten lässt, wird einfach für einen Teil der Umweg über DHAP genommen. Durch Anlagerung eines weiteren Phosphatmoleküls und Oxidation reagiert GAP zu Glycerinsäure 1,3-Biphosphat, kurz 1,3-BPG. Die dabei frei gewordenen Elektronen werden auf Nikotinamid-Adenin-Dinukleotiden, also NAD+ oder NAD, einfach übertragen und durch Bindung von Wasserstoff gespeichert. Damit haben wir jetzt ein bisschen Wasserstoff gewonnen, auch wenn wir jetzt erstmal am Anfang Energie verloren haben, Phosphatgruppen. Okay, wie sieht das jetzt aus? Wir haben das Fructose-1,6-Biphosphat und jetzt kommt es natürlich durch Enzyme zu einer relativ komplexen Reaktion. Wie ihr seht, bricht jetzt der ganze Ring auf. Gibt zwei mögliche Darstellungsformen. Beide sind adäquat auch von Ergebnissen, weil halt die Moleküle ähnlich sind. Aber man kann jetzt in dieser Darstellung hier sehen, die Bindung zwischen dem im Ring gebundenen Sauerstoff und dem Kohlenstoff, der rechts davon liegt, die Bindung klappt zu dem
links davon gelegenen Kohlenstoff um. Dadurch ist der Ring schon mal aufgelöst. Das C-Atom hat jetzt natürlich einen Mangel, es ist ja nur noch dreibindig, darum lagert sich dort ein Proton an. Gleichzeitig wird an der gegenüberliegenden Stelle, also bei dem Kohlenstoffatom unten links im Ring, diese Bindung klappt wiederum auch um, und zwar zu der OH-Gruppe, die rechts davon liegt. Dadurch wäre das Sauerstoff natürlich doppelt verbunden zum Kohlenstoff, das heißt, das Proton dort wird abgespalten. Und ja, der Rest ist eigentlich nochmal, wie man sieht, links ein Proton ab und ein Protonzugang, sprich eine Protonwanderung. Also nicht ganz so einfach, aber wenn wir es mal sehr simpel formulieren wollen, das Molekül wird zerrissen, das Fructose-1,6-Biphosphat. Es entsteht dabei Dihydroxyacetonphosphat. Wir sehen, was ich gerade sagte, in beiden Fällen ist jetzt natürlich, haben wir jetzt eine Verbindung, wo es eine Doppelbindung zum Sauerstoff gibt. Hier in dem Fall als Keton, also als Doppelbindung zum O. Und was als zweites entsteht, ist das Glycerinaldehyd-3-Phosphat. Und damit haben wir eigentlich bloß das Fructose-1,6-Biphosphat gespalten. Zu zwei anderen Verbindungen, die jeweils eine Phosphatgruppe tragen. Aber wir wissen ja, dass die Hydroxyacetonphosphat auch in einem weiteren Schritt zu Glycerinaldehyd-3-Phosphat umgewandelt wird. Das ist relativ einfach, und zwar an dem doppelgebundenen Sauerstoff an der Ketongruppe bindet sich ein Wasserstoff. Die Doppelbindung vom Sauerstoff klappt nach links zu der normalen Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung um. Das eine Kohlenstoff wäre zweibindig in dem Sinne innerhalb der Kette, allerdings fünfbindig insgesamt, deswegen die Bindung wiederum umklappt zu der OH-Gruppe. Damit ist die OH-Gruppe, die außenstehend ist, jetzt doppelt gebunden und Wasserstoff wird abgespalten. Mal ganz einfach gesagt, die Doppelbindung ist vom einen O zum anderen gewandelt. Wir haben hier einfach nur eine Umlagerung von den Ketonen in ein Aldehyd, und zwar den Glycerinaldehyd-3-Phosphat. An diesem bindet sich jetzt noch ein Phosphormolekül, und zwar an den doppelgebundenen Kohlenstoff mit dem doppelgebundenen Sauerstoff, also an dem Aldehyd. Und es entsteht Glycerinsäure 1,3-Biphosphat. Im nächsten Schritt löst sich das Phosphatmolekül von der 1er Stelle und bindet sich an ATP, wodurch ATP und Glycerinsäure 3-Phosphat entsteht, 3-PG. Dieses ist allerdings instabil, sodass zu einer Bindungsumlagerung in Form einer Isomerisierung kommt, wodurch Glycerinsäure 2-Phosphat oder auch kurz 2-PG entsteht. Also die Phosphatgruppe wandert. Anschließend wird ein Wassermolekül von 2-PG abgespalten, welches dadurch zu Phosphoenolpyruvat reagiert, kurz PEP oder PEP. Durch Abspaltung der verbliebenen Phosphatgruppe reagiert PEP zu Pyruvat, womit die Glykolyse abgeschlossen ist. Wir sind dann da am Ende. Tun wir mal alle Schritte energetisch betrachten, haben wir folgende Nettobilanz. Wir haben Glucose als Edukt, 2 NAD+, 2 ATP und 2 Phosphatmoleküle. Diese reagieren zu 2 Pyruvat, 2 NADH, 2 H+, 2 ATP plus H2O. Aus diesem gesamten Schritt haben wir jetzt also 2 Energieträger in Form von ATP gewonnen. Schauen wir uns noch die Reaktion dazu an. Wir hatten ja bereits Glycerinsäure 1,3-Biphosphat synthetisiert. Jetzt haben wir ATP, welches wieder zu ATP umgeformt wird. Dadurch, das heißt also anders ausgedrückt, von den Glycerinsäure 1,3-Biphosphat spaltet sich eine Phosphatgruppe ab. Das passiert, indem sich an dem Sauerstoffatom ein Proton anlagert. Damit ist das Sauerstoffatom dreibindig. Gleichzeitig tut sich beim ATP das äußere Proton von der OH-Gruppe abspalten und das O des ATPs kann sich an den Phosphatgruppe des Glycerinsäure 1,3-Biphosphates binden und diese wird sozusagen abgespalten, wodurch wir wieder ATP erhalten und jetzt Glycerinsäure 3-Phosphat. Das an der 1er Stelle gebundene Phosphat wurde halt abgespalten.
3-Phosphat ist in dem Sinne instabil, weil wir haben hier eine tertiäre OH-Gruppe. Darum kommt es zur hier dargestellten Bindungsumlagerung, womit wir dann Glycerinsäure 2-Phosphat erhalten. Diese ist stabiler, weil, wie wir sehen, wir haben jetzt eine primäre OH-Gruppe, das heißt eine endständige. Und OH-Gruppen, die außen an einem Molekül liegen, sind stabiler als in der Mitte eines Moleküls. Okay, das Glycerinsäure 2-Phosphat reagiert weiter. Die Bindung von der OH-Gruppe klappt zum Proton um. Es wird H2O abgespalten und wir haben Phosphoenolpyruvat. Mittels ATP kommt es zu einer weiteren Reaktion an der CH2-Gruppe, die mit Doppelbindung an dem Molekül verbunden ist, lagert sich ein Proton dran. Doppelbindung klappt zum Sauerstoff um, das ist dann wieder theoretisch dreibindig. Die Bindung zwischen den Kohlenstoff und dem Sauerstoff ist stärker als zwischen dem Sauerstoff und der Phosphatgruppe, weswegen diese abgespalten wird und sich wieder an ein weiteres ADP-Molekül zu ATP bindet. Am Ende haben wir dann halt das Pyruvat und ATP. Und damit sind wir insgesamt im zweiten der vier Schritte dieser Zellatmung, aber beim letzten Schritt vom Teil dieser Präsentation, und zwar unter Punkt 5, die oxidative Dekarboxylierung. Dieser Schritt der Zellatmung findet in der Matrix der Mitochondrien statt. Und Zweck dieses Schrittes ist die Synthese von Acetyl-Coenzym A, welches für den darauffolgenden Schritt, dem Zitronensäurezyklus, wirklich essentiell ist. Zudem werden 2 Mol NADH gebildet, die ja auch hilfreich sind, da sie als Elektronentransporter fungieren. Allerdings lagert sich zunächst das Pyruvat durch die Pyruvat-Dehydrogenase-Komponente an Thiamin-Pyrophosphat, kurz TTP, an. Dabei wird CO2 abgespalten und Hydroxyethyl-TPP entsteht. Es kommt dann zur weiteren Katalyse dieser Pyruvat-Dehydrogenase-Komponente und dadurch zu einer Übertragung der Hydroxyethylgruppe auf Liponamid, welches aus Liponsäure entsteht, welches dadurch zu Acetyl-Dihydrolipoamid reagiert, wobei TTP wieder frei wird. Durch die Dihydrolipoyl-Transacetylase katalysiert kommt es zu einer Übertragung der Acetylgruppe auf Coenzym A und es entsteht Acetyl-Coenzym A. Abschließend wird Liponsäure regeneriert, indem das Dihydrolipoamid durch FAD oxidiert wird, wobei dieses zu FADH2 reagiert, welches nebenbei auch ein Elektronentransporter ist. Es geht weiter, es wird zu NAD oxidiert und es entsteht NADHH+. Und die gesamte Bilanz dieser oxidativen Dekarboxylierung sieht so aus: 2 Pyruvat plus 2 NAD plus plus 2 Coenzym A. Er reagiert zu 2 Acetyl-Coenzym A plus 2 mal Kohlendioxid plus 2 NADH plus 2H+. Ja, das sehen wir hier alles schön dargestellt in einer überhaupt nicht kompliziert aussehenden Biosynthese. Um das, was wir gerade gesagt haben, nochmal darzustellen und sehr kurz zusammenzufassen, ohne extrem kompliziert zu machen: Wir haben links unser Pyruvat. Im ersten Schritt reagiert es mit dem TTP, indem erst einmal von der COO- eine CO2-Gruppe abgespalten wird, worauf dorthin als Rest OH verbleibt. Das Kohlenstoff geht dabei eine Doppelbindung ein mit dem Kohlenstoff vom TTP, welches sich neben dem Schwefel befindet. Damit kommen wir zum Hydroxyethyl-TPP. Es reagiert weiter zu dem Acetyl-Dihydrolipoamid, was wir dargestellt sehen, indem es sich an Schwefel bindet, wobei das TPP in diesem Schritt wieder regeneriert wird. Dann kommt die Coenzym A-Verbindung dazu, das Dihydrolipoamid wird im Prinzip wieder abgespalten, regeneriert, das Acetyl bindet sich an das Coenzym A, also das Acetyl ist jetzt der Pyruvatrest. Ja, hier wird dann Dihydrolipoamid letztendlich komplett wieder regeneriert, zurück in den Kreislauf geführt, und im Schritt E sehen wir
Einfach nur, dass aus NAD plus NADH H plus wird und das FAD H2 und FAD elektronentechnisch gesehen sich hier im Kreislauf befinden. Wichtig ist aber, dass wir jetzt das Acetylcoenzym A haben, weil wir das für die weiteren Schritte benötigen werden. So, jetzt habe ich euch ganz viel vorgestellt und anhand dieser vielen recht komplexen Formeln kann ich mir auch vorstellen, dass jetzt erstmal der Schädel dröhnt. Am besten also erstmal eine kleine Pause einlegen und dann könnt ihr euch mit den Übungen befassen. Ich habe wieder einige Aufgaben erstellt. Ihr seht, das zieht sich über zwei Folien. Wer meine Videos kennt, weiß jetzt, was jetzt kommt. Ihr pausiert, löst diese Aufgaben, die ich gestellt habe. Ich mache allerdings direkt im Video weiter und wir vergleichen dann zusammen. Ich wünsche viel Erfolg. Okay, kommen wir zur Lösung, genau genommen zur ersten der fünf Folien. Die erste Aufgabe lautete, wo befindet sich der Ort der Zellatmung und wozu dient diese? Die Zellatmung findet in den Mitochondrien statt und dient der Energiegewinnung. Ganz knackig. Zweitens, erläutere die Funktion von ATP und NAD. Was bedeuten diese Abkürzungen? ATP ist das Adenosintriphosphat und das ist halt eigentlich sogar der wichtigste Energiespeicher, über der jetzt diese Energie über die gebundenen Phosphatmoleküle speichert. Dann haben wir NAD, das Nikotin, Amid, Adenin, Dinukleotid. Dieses dient durch Bindung von Wasserstoffionen als Elektronentransporter für Redoxreaktion. Drittens, skizziere den Aufbau eines Mitochondriums und gehe auf die Funktion von äußerer Membran, innerer Membran, Kristall und Matrix ein. Ist mir natürlich klar, dass ihr das als Skizze nicht nachmachen könnt, so, außer ihr seid echt perfekt im Zeichnen. Aber es ist natürlich einfach nur wichtig zu erkennen, wo was ungefähr ist. Ich habe deswegen die wichtigen Begriffe einfach blau umkreist, um die es mir hier ging. Okay, kommen wir zur Erklärung. Nach außen grenzen sich Mitochondrien zum Zytosol, also dem flüssigen Teil der sie umgebenden Zelle, ab. Und das machen sie durch die äußere Zellmembran. Die Innenmembran grenzt die Matrix, welche dem Zytosol anderer Zellen entspricht, also das Innere, wenn wir wollen, des Mitochondriums, vom Membranzwischenraum ab und ist Ort der ATP-Synthese. Kristall sind im Prinzip Einstülpungen der inneren Membran, welche dazu dienen, die Oberfläche zu vergrößern und damit möglichen Platz für ATP-Synthese zu erhöhen. Und dann haben wir noch die Matrix, das ist der flüssige Zellraum, der dem Zytosol anderer Zellen gleicht und ähnliche Organellen aufweist. Viertens, wie sind evolutiv betrachtet Mitochondrien entstanden? Hier sollte das Wort Endosymbiontentheorie klingeln und die besagt ja ganz kurz, dass ein Prokaryot bzw. Bakterium von einem anderen durch Phagozytose aufgenommen, aber nicht verdaut wurde. Stattdessen lebte dieser selbstständigen Inneren als Endosymbiont weiter und über die evolutionäre Entwicklung verlor er diese Selbstständigkeit und wurde Teil dieses größeren Wesens. Er wurde zu einem Organell und damit ist der erste Eukaryot entstanden. Fünftens, wie lautet die Nettobilanz der Glykolyse? Glucose plus 2 NAD plus, plus 2 ADP und 2 Phosphat reagieren zu 2 Pyruvat, 2 NADH, plus 2 H plus, plus 2 ATP, plus H2O. Das Wichtigste ist natürlich dabei hier auch das Pyruvat, weil das für die nächsten Schritte dringend benötigt wird. Sechstens, erläutere den Ablauf der oxidativen Dekarboxylierung. Was haben wir als erstes? Das Pyruvat. Dieses lagert sich durch die Pyruvat-Dehydrogenase-Komponente an Thiamin-Pyrophosphat, also TPP, an, wobei CO2 abgespalten wird und Hydroxyethyl-TPP entsteht. Unter weiterer Katalyse der Pyruvat-Dehydrogenase-Komponente kommt es dann zu einer Übertragung der Hydroxylethylgruppe auf Liponamin, welches aus Liponsäure entsteht, das ist aber nicht wichtig in dem Fall, welches dadurch zu Acetyl-Dihydrolipon-Amid reagiert, wobei TPP wieder frei wird. Durch die Dihydrolipoyl-Transacetylase katalysiert,
kommt es zu einer Übertragung der Acetylgruppe auf Coenzym A, wobei Acetylcoenzym A entsteht. Das wollen wir ja haben. Ja, theoretisch nicht wirklich wichtig, können wir auch weglassen, aber der Vollständigkeit halber wird abschließend die Liponsäure regeneriert, indem das Dihydrolipoamid durch FAD oxidiert wird, wobei dies zu FADH2 reagiert. Dieses wiederum wird durch NAD oxidiert, wobei NADH H+ entsteht und wieder FAD sozusagen als Ausgangsprodukt zur Verfügung steht. Okay, last but not least, bitte die folgende Synthese ergänzen. Das ist ein Schritt, den ich herausgenommen habe. Wir sehen, wir beginnen hier bei der Glycerinsäure 1,3-Biphosphat, die mit ATP zu irgendwas reagieren soll und dieses irgendwas soll weiter zur Glycerinsäure 2-Phosphat reagieren. Wenn man sich schon mal das E-Dukt, also oben links, und das Bruhrdukt unten links anschaut, sehen wir, hier wird also eine Phosphatgruppe erstmal abgetrennt und die verbliebene Phosphatgruppe wandert um eine Stelle. Wie funktioniert das? Also, wie ich sagte schon gerade, was man sehen kann, eine Phosphatgruppe wird abgetrennt, man muss jetzt nur wissen, welche. In dem Fall diese, die bindet sich an das ADP, indem die Bindung zwischen dem Phosphat und Sauerstoff zu der OH-Gruppe des ATPs umklappt. Diese OH-Gruppe verliert natürlich daraufhin das Proton, während der Sauerstoff in dem Fall vom Glycerinsäure 1,3-Biphosphat ein Proton aufnimmt. Wir haben dann ATP und Glycerinsäure 3-Phosphat. Wir haben jetzt also Glycerinsäure 3-Phosphat. Wir sehen, wir sind schon nah am Endprodukt, nur dass die Phosphatgruppe sich an Stelle 3 befindet, aber an Stelle 2 gehört. Ach ja, warum das überhaupt Stelle 3 ist, vielleicht interessant zu wissen. Das hat was mit der IUPAC-Nomenklatur, also der korrekten Bezeichnung von Molekülen zu tun, wenn wir so wollen. Und es wird immer von der Gruppe gezählt, die die höchste Substitution hat. Das ist in hier Fall die Säuregruppe. Also sprich, das rechtständige COOH, das ist Stelle 1. Dann läuft es einfach in die Richtung weiter, nach links in dem Fall. Das ist die zweite Stelle, wo die Alkoholgruppe OH dran ist. Und an der dritten Stelle ist die Phosphatgruppe dran. Daher ist es Glycerinsäure 3-Phosphat, wenn man zweimal von rechts nach links gezählt hat. Okay, das war jetzt aber nur am Rande, das gehört auch eher in die Chemie rein, als Biologe braucht man das nicht wirklich zu wissen. Was jetzt aber passiert ist, natürlich, die Phosphatgruppe wandert an Stelle 2, die Hydroxygruppe oder Alkoholgruppe, wie man das benennen möchte, wandert an die Stelle 1 und wir haben dann das Glycerinsäure 2-Phosphat. Ja, damit sind wir am Ende der Vorlesung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war informativ, war nicht zu kompliziert, auch wenn ich zugebe, dass es nicht einfach war. Ich würde mich über eine gute Bewertung freuen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!